kommen. Und wenn man die Möglichkeit hat, übrigens würde ich empfehlen, dass man einfach schaut, dass man ein paar Minuten vorher sich sozusagen einstimmt. Das heißt, einstimmen heißt in dem Fall ein bisschen zu versuchen, den Geist umzustellen von diesem Checken und Organisieren und Machen und Tun hin zum Wahrnehmen und Spüren. Das braucht man einfach, indem man, das macht man relativ einfach, indem man sozusagen sich einfach hinsetzt und aber nichts tut mehr. Einfach nur so warten oder schauen und versucht, nicht nachzudenken. Ich möchte gleich wieder mit dem Atmen starten. Also das Kapalabhati, da möchte ich ein bisschen dabei bleiben, das ist das stoßartige Ausatmen. Dass man einfach immer wieder so die Inspiration kriegt, auch okay, das könnte man vielleicht dazwischen einfach einmal irgendwo einschieben, wenn man ein paar Minuten Pause hat. Einfach um sich sozusagen zu vergewissern, dass man selber fein ist, dass der Geist klar ist, dass der Geist frei ist und natürlich auch vom Körper her sozusagen, dass man sich sicher ist, dass die Sauerstoffsättigung hoch ist. Im Normalfall wird das Kapalabhati, wenn man es jetzt ein paar Mal gemacht hat, also wenn man sozusagen ein bisschen eine Übung darin hat, dann verwendet man das natürlich auch vor Pranayamas, die speziell was mit Atemanhalten zu tun haben. Weil es einfach natürlich um vieles leichter ist, den Atem anzuhalten, das mit dem Bauch einziehen oder nur den Atem anhalten und einfach ruhig zu warten, ist natürlich um vieles leichter. Erstens, wenn der Geist klar und frei ist und zweitens, wenn eben genug Sauerstoff im Körper ist. Ja. Wobei immer sagt, den Haupteinspruch hat immer der Geist. Also es kann doch so viel Sauerstoff im Körper sein, wenn ich der Meinung bin, nein, ich kann nicht Luft anhalten, dann geht das einfach nicht. Weil das da überschreibt sozusagen mein Geist einfach das, was der Körper vielleicht schon noch könnte. Ja. Umgekehrt ist schwieriger, also dass man den Geist so frei bringt, dass man mit dem Körper Dinge machen kann, die normalerweise nicht zu machen sind, das ist ein bisschen komplizierter. Ja. Also dieses Kapalabhati, das ist dieses Ausatmen, ja genau. Ich mache das wieder, während ich atme, habe ich die Hand da. Und dann lege ich sie herunter. Wir machen wieder 3 Sätze mit je 30. Bleiben wir noch einmal bei den 30. Also in meiner Geschwindigkeit sind es 30. Für euch ist es einfach, je nachdem wie ihr euch wohlfühlt, ein bisschen langsamer, viel schneller muss man jetzt eigentlich nicht. Einsetzen und gemeinsam. Fein mit aufrechter Wirbelsäule, ruhig atmend da sitzen und wahrnehmen, wie sich der Körper und der Geist anfühlt.
Zweite Runde. Wir gemeinsam starten. Die dritte Runde. Dann wieder fein die Atmung. Einfach bewusst werden lassen. Bewusst ein, bewusst aus. Dann das bewusste Atmen weiterführen und einfach schauen, um ein bisschen den Kopf mit Nacken bewegen kann. Einfach so. Man würde das nennen, eine intuitive Bewegung machen. Den Dingen versuchen, möglichst wenig nachzudenken, was sollte ich jetzt tun, sondern einfach nur die Bewegung fließen lassen. Und wenn ich das nicht kann, dann halt einfach bewusst zuerst einmal ein bisschen auf die Seite, ein bisschen nach vorne hinten, ein bisschen drehen. Also diese Variationen, die ich habe. Graduell ein bisschen mehr, also ein bisschen die Bewegung ein bisschen ausbreiten lassen, sprich die Schultern und auf die obere Brustwirbelsäule. Und ein bisschen schauen, das ist eine sehr gute Übung, kann ich die untere Wirbelsäule gerade halten, während die obere Wirbelsäule bewegt. Man minimal bewegt sich schon mit, aber es sollte halt so klein wie möglich sein, dass ein bisschen eine bewusste Bewegung aus der Brustwirbelsäule. Dann die Bewegung noch größer werden, aber die Hände noch am Platz lassen.
die Schultern ein bisschen mitbewegen. Und dann die Arme mitbewegen, aber noch am Boden lassen. Lass zum Beispiel auf die Seite, ein bisschen mehr auf die Seite zu bewegen. Oder vielleicht auch ein bisschen nach vor. Aber auch die Bewegung nach hinten, die kommt eher ein bisschen selten vor, einfach so ein bisschen Brustbeine nach oben. Und dann die letzte Stufe, wo man auch die Hände bewegen. Dass man die Hände hebt, ganz vorsichtig und langsam schauen. Ich möchte da ein bisschen die Seitbeuge. Langsam bewegen. Schauen, ob das alles fein ist. Wir machen das schon am nächsten Teil natürlich. Die Schultern und Füße nach vorstrecken. Am lang sitzen. Wenn die Beweglichkeit noch eingeschränkt ist in der Vorwärtsbeuge und also die Lendenwirbelsäule dann so nach hinten weggeht, also nicht gerade hast, sondern so ein bisschen nach hinten weggeht, weil es noch nicht besser geht, dann macht es vielleicht sogar einen Sinn, die Knie ein kleines bisschen hochzuheben und zu schauen, ob ich in der Variante das Becken ein bisschen nach vor kippen kann. Man muss dann natürlich immer aufpassen, dass man nicht in dem Zustand bleibt, sondern was sobald das Becken dann leichter noch vorgekippt ist, dass man wieder ein bisschen versucht, die Füße zu strecken. Die Wirbelsäule ein bisschen rund machen, ganz langsam, diesmal mitatmen. Wirbelsäule, Brustwirbelsäule rund machen, Kopf nach vor hängen lassen, aber nicht ziehen, sondern wirklich schauen, ob man einfach nur hängen lassen kann. Wirbelsäule aufrichten, noch ein bisschen nach hinten gehen, Schulterblätter ein bisschen nach hinten ziehen. Vielleicht ist wirklich einmal probieren, wie das ist, wenn man den Kopf ganz nach hinten legt, Blick zur Decke, ein bisschen locker, ein bisschen fein. Und nach vorne. Einmal noch eine feine Bewegung auf die Seite, aber nur so ein bisschen lang stricken. Speziell, wenn es das erste Mal ist, dass man so eine Bewegung macht, dann einfach ein bisschen feiner, ein bisschen gemütlicher. Einmal noch. Nach rechts und nach links. Vierfüßlerstand. Wirbelsäule bewegen. Die ganze Wirbelsäule schön gleichmäßig vom Becken bis zum Kopf schön in die eine Richtung bewegen und dann ganz fein. Und das ist die Variante, wo ich sozusagen gleichzeitig das Becken und den Kopf bewege und die Wirbelsäule dazu.
Die andere Variante ist die, wo ich versuche, so eine Welle durch den Körper machen zu lassen. Aber das machen wir jetzt nicht. Und Vereinnahme. Bitte die Ellenbogen nach innen, die Ellenbogen hinter die Sprunggelenke, hinter die Handgelenke am Boden auflegen. Und dann fein ein bisschen nach hinten ziehen, Schultern locker, Brustwirbelsäule locker. Wie gesagt, da gerne noch einmal ein bisschen bewegen, ganz leichte Bewegungen. Schauen, ob man wirklich locker, so locker wie möglich ist, wie es jetzt gerade geht. Dass man alle kurzfristigen Verspannungen, also sind wir meistens Muskelanspannungen, dass man die einfach gehen lassen kann. Und fein nach hinten sitzen, Sprunggelenk strecken, Schultern locker und schön wieder bewusst. Oberkörper am Oberschenkel legen, ein bisschen nach innen drücken lassen. Und schmelzen, über die Oberschenkel schmelzen, Schultern locker, Nacken locker. Langstrecken und dann fein in die bewegte Hundestellung, Handballen am Boden gut auflegen, lockere Daumen, Fingerkuppen drücken, so dass wirklich das Nagelbett ein bisschen weiß wird. Und bewegen. Knie beugen, strecken. Und kleine Schritte nach vorne. Halbe Vorwärtsbeine. Beine, Knie schön gerade, nicht nach hinten durchgestreckt, aber gerade. Wirbelsäule lang. Und Knie beugen, Arme weich nach vorlegen. Gut den Oberkörper drücken lassen von den Oberschenkel. Nacken locker. Und wenn das noch nicht geht, ein bisschen schauen, welche Muskeln muss ich denn locker lassen, dass das geht im Becken. Langsam hochkommen. Locker aus den Schultern. Arme fein auf die Seite. Lang nach oben. Und Handbein an Handbein, gemeinsam einatmen, ausatmen, einatmen. Noch einmal so die gemütliche Variante, ausatmen nach vor, aber schon Fingerkuppen und Boden aufstellen. Also Fingerkuppen sind diese Spinnenfinger, also das Fingergrundgelenk ist außen, nicht innen. Dann noch einmal, wenn man ein bisschen Spiel hat, Knie beugen, strecken, ein bisschen drehen. Drehen.
drehen wir einmal den Oberkörper, also wir nehmen die Hände einfach auf die linke Seite und schauen, ob wir da noch ein kleines bisschen Bewegungsfreiheit haben, ist natürlich ein bisschen eingeschränkter. Und dann noch einmal auf die rechte Seite. Einfach die Finger abstellen bei gebeugten Knie und dann ein bisschen schauen, was passiert, wenn wir jetzt ein Knie strecken oder das andere Knie strecken. Und wieder nach vorne. Einmal die Knie ganz gestreckt und in die Hände am Boden haben lassen kann, ist fein, sonst vielleicht zu den Schienbeinen greifen oder höher greifen. Also einmal ganz gestreckte Knie, die Hände dort, wo es fein ist, natürlich gerne am Boden. Ein paar ruhige Atemzüge. Und egal wo man war, Knie beugen und hochkommen. Lang nach oben strecken. Und Handbein an Handbein. Und gemeinsam einatmen. Ausatmen nach unten. Einatmen über die Seite. Und fein nach vorne. Der für den Sonnengruß. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, rechts zurück. Wieder mit einer Zwischenatmung, einatmen, hochkommen. Ausatmen, das Becken nach vor kippen. Und beim Einatmen Becken aufstellen, Wirbelsäule lang machen, Hände nach oben strecken, weiteratmen. Und die Hände nach vor, Handballen am Boden, in die Bank, ein bisschen atmen. Mal schauen, dass man so wieder ein bisschen Aktivität, aber wenn das schwerfällt, natürlich gerne die Knie als erstes, nur dann auf jeden Fall Brustkorb zuerst, dann das Becken. Einatmen, hochkommen, ein bisschen lang nach vorziehen und ausatmen, feine Sprunggelenke aufstellen. Und Hundestellung. Gebeugte Knie. Feine Wirbelsäule, Schultern breit, Ellenbogen ziehen zum Boden, dann die Rückseiten der Beine, Länge gewinnen, Fersen Richtung Boden. Rechtes Bein nach oben heben. Ein paar Atemzüge bleiben. Und das rechte Bein nach vorne stellen, linkes Knie um, wieder zuerst, Länge in der Oberschenkel, Vorderseite, und je weit nach unten gehe, das Becken versuche aufzurichten, Oberkörper aufrichten, dann die Arme ein bisschen nach hinten oben ziehen lassen. Und mit den Händen nach vorne, wir drehen uns gleich nach links. Fersen innen, Fußballen außen, Handballen am Boden und dann feins rechte Knie zur kurzen Mattenseite hinbeugen, Länge im linken Oberschenkel Innenseite und die andere Seite. Ein bisschen langsam mit so ein-, zweimal atmen dazwischen. Aber bewusst ein und aus und ein und aus. Wenn man langsamer atmet, ist natürlich auch fein. Dann links fertig machen.
einmal Fußball nach vor, fährst noch ein bisschen nach außen, locker nach vor hängen lassen. In, also wenn das ein bisschen geht, wenn man da gar nicht nach vor hängen kann, dann ist wirklich vielleicht der Block gut. Oder so ein bisschen höher. Und dann ein bisschen auf die eine Seite und ein bisschen auf die andere Seite gehen. Ohne Block ist das einfach so ein bisschen auf zum linken Bein hin, ein bisschen ziehen, zum rechten Bein hin. Und nach vordrehen zur kurzen Matte, zum Sonnengruß fertig machen. Das Knie am Absinken ist. Ausatmen, nach vorsteigen. Einatmen. Ausatmen. Und fein und angenehm hochkommen. Einatmen. Ausatmen. Zweite Seite gemeinsam. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Machen wir schon mit Zwischenatmung, aber jetzt atmen wir dann nochmal gemeinsam. Einatmen halb. Ausatmen links zurück. Einatmen. Ausatmen weich hineingehen. Einatmen, Oberkörper aufrichten. Bleiben aus. Nochmal ein. Ausatmen, Handbein am Boden. Einatmen, bleiben. Aus. Ein. Und ausatmen. Knie, Brustkorb. Einatmen. Auch da mit bleiben. Aus. Nochmal ein. Nach vorziehen, ich war ausatmen. Die Hundestellung weiteratmen. Und das Gefühl, die Sitzbeinhöcker zeigen zur Decke, also das Becken ist nach vor gekippt. Bei dem Becken kippen bleiben und versuchen langsam wieder zu strecken. Ruhige, tiefe Atemzüge. Und gemeinsam auch mit einem Atemzug plus das linke Bein umheben, einatmen. Ausbleiben. Ein. Aus. Nach vorstellen. Einatmen hoch. Ausatmen fein reingehen. Einatmen lang. Ausbleiben. Nochmal ein. Ausatmen, auf die rechte Seite drehen, so dahin. Weiteratmen. Ist die Gegenbewegung, das rechte Knie geht nach rechts, die rechte Hand nach links. Dass ihr dann ganz einen großen, dass ihr den Winkel ganz aufmacht zwischen dem Oberschenkel und dem Körper. Und gleichzeitig kriegt ihr dann noch ein bisschen eine Länge. Ein bisschen drin bleiben, ein bisschen atmen. Gerne mit der linken Hand aufstützen. Langsam wechseln. Das linke Knie geht nach links außen und die linke Hand geht schräg nach rechts. Hm.
Händen am Boden, das Becken verschieben. Dann wird das Becken so ein bisschen nach rechts hinaus, nach rechts schieben. Und nach links hinüber. Dann nach rechts. Und nach links. Das ist vielleicht nur eine kleine Bewegung, aber einfach nur so ein bisschen Becken auf die Seite kippen in der Grätsche. Und dann wieder gemeinsam nach vortreten. Ausatmen. Nach vorsteigen. Einatmen. Aus. Einatmen, hochkommen. Ausatmen, Handballen an Handballen. Und jetzt in die Mitte kommen. Machen wir gleich was für die Schultern. Und zwar Gürtel. Die lange Variante. Ich möchte auch nach hinten gehen. Sozusagen die breiteste Variante ist die, wo der Gürtel da über dem Kopf noch drüber geht. Wenn ich noch breiter bin, das geht dann nicht mehr. Das ist zu breit. Und am Anfang lieber wirklich schön breit nehmen, sodass wenn man da nach hinten geht, dass man schauen kann, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt merke ich so ganz minimal was, dann naja, vielleicht passt schon. Oder ansonsten einfach 1, 2, 3 cm schmäler steigen. So dass man das Gefühl hat, ah ja, es ist fein, aber ich kann eine gleichmäßige Bewegung symmetrisch machen, dass man nicht so ein bisschen rechts und links oder nicht so mit der Geschwindigkeit so zack drüber schummelt, sondern dass das ganz fein nach unten und nach oben geht. Okay, Schultern locker, wir treffen uns vorne. Mit Atmen. Es ist immer ganz fein, wenn man Bewegung mit Atmen direkt koordiniert. Das ist dann ein angenehmes Gefühl im Körper. Gemeinsam einatmen. Aus. Ein. Moment doch. Noch einmal gerade bei der Übung, wenn man ein bisschen schwierig sein kann nach hinten, lieber versuchen ein bisschen weniger Aktivität. Weil wenn ich zu viel Aktivität habe, das heißt zu schmal zusammengreife, dann spannt sich alles wieder an. Dann ist das gar nicht locker lassen, dann ist das eigentlich nur mehr Muskelaktivität. Also schön, angenehm, fein breit. Gemeinsam noch zwei Atemzüge. Also zweimal. Gemeinsam ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und beim Hochkommen jetzt eine Zwischenatmung. Ein, dort bleiben, wo man das Gefühl hat, also das wäre so die schwierigste Stelle, weiteratmen. Und nach vor. Und locker. Kommt dir noch was aber jetzt dabei einmal. Noch ein bisschen weiter den Körper durchknatschen. Gemeinsam einatmen, ausatmen. Für den Sonnengruß wieder nach vorsteigen, einatmen. Ausatmen nach vor.
Atmen hoch und rechts zurück. Langsam hochkommen, nach vorne mit den Händen nach hinten greifen. Also so wieder gleich, Becken wird aufgekippt, Wirbelsäule fein lang nach hinten, Schulterblätter schließen. Schulterblätter ziehen nach unten, Ellenbogen nicht ganz durchstrecken und leicht gebeugt lassen. Ein bisschen atmen. Und fein. Hände nach vorne in die Bank. Ein bisschen breiter steigen gleich. Dann machen wir gleich. Shistasana, kleine Zehenkante, große Zehenkante. Und ein bisschen atmen. Und die andere Seite. Und zurück zur Mitte. Und fein, so ein bisschen langsamer nach unten gehen. Knie, Brustkorb, Bauch, das bleibt immer gleich. Und über die Sphinx, Ellenbogen am Boden. Ein bisschen nach vor. Nach vor ziehen. Diese Bewegung wirklich schauen, dass ich mit den Händen den Oberkörper nach vor. Und vielleicht sogar das Gefühl, es beginnt bei der Lendenwirbelsäule. Einfach die Wirbelsäule ein bisschen sozusagen Zug entlasten. Und eigentlich ist Druck entlasten, aber es ist gleich. Ich ziehe sie, damit die Bandscheiben ein bisschen Luft haben. Und locker. Stirn am Boden. Und Hände rechts und links für Hundestellung mit dem Kopf nach oben. Da bleiben die Sprunggelenke gestreckt. Zieh die Schulter nach vor, komm im Oberkörper hoch und zieh dann den Oberkörper ein bisschen nach vor. Bin mit den Knie und dem Oberschenkel natürlich auch weg vom Boden. Fein nach hinten über die Zehen rollen. Und in die Hundestellung steigen. Und in der Hundestellung einmal gemeinsam ein weites Dreieck, Trikonasana, rechtes Bein nach oben heben, rechts nach vor steigen, beide Fersen am Boden, beide Knie gestreckt, linke Hüfte geöffnet. Gehen wir nur so halb hoch, dass wir da ein bisschen öffnen können. Genau, mit der Hand nicht zu weit nach unten steigen, Oberkörper aufdrehen, und einmal fein die linke Hand nach oben strecken. Und wieder nach unten gehen, mit einer ganz einfachen Variante, Handballen am Boden, dann einfach nach hinten steigen. Linkes Bein nach oben heben, links nach vorne steigen. Ferse hinten am Boden, wieder beide Knie gestreckt, lieber nicht zu tief greifen, dass man gut die Hüftöffnung machen kann. Schultern aufdrehen, die rechte Hand nach oben. Und nicht vergessen, das Becken zieht ein bisschen nach hinten, der Scheitelpunkt vom Kopf zieht nach vorne, die linke Hand oder die untere Hand zieht nach unten, die obere Hand zieht nach oben, dass man so das Gefühl hat, ganz breit ist der Rücken aufgespannt.
Einmal einen Übergang aus der Bank absenken, aber gar nicht erst am Boden hinlegen. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Hundestellung mit dem Kopf nach oben und dann fein nach hinten. Adho Mukha Svanasana. Rechtes Bein oben heben und einmal die Hüfte öffnen. So feine, wenn man den Fuß ein bisschen nach hinten bewegt, ist so feine Länge über Oberschenkel, über die Leiste. Vielleicht spürt man ein bisschen den unteren Bauch noch eine Länge. Und zum nach vorsteigen, rechts nach vorsteigen. Wieder fein, Oberschenkel nahe dem Boden oder Becken nach vor gekippt. Becken nach vor bewegen, aber aufkippen. Und mit den Schultern fein. Die Schultern ziehen wieder weg von den Ohren. Vorsicht, dass man die Ellenbogen nicht überstreckt. Und Hände locker. Wir drehen uns noch, also noch zusammen, auf die Seite, nach links. Linke Hand am Boden. Noch einmal die Variante, wo ich auch versuche, mit dem Oberkörper einen großen Abstand zum Oberschenkel zu gewinnen, indem ich den da wegdrücke. Vorsicht, bevor wir drücken, anfangen, leicht beugen, gar nicht so sehr drücken, sondern eher den Körper wegbewegen. Jetzt kann ich schon langsam drücken. Je mehr Kraft übers Knie übertragen wird, desto stabiler ist es. Und dann kann ich da gerne ein bisschen das Knie nach außen drücken und damit die Hüfte öffnen. Und wieder strecken. Die rechte Hand am Boden. Wieder das linke Knie gleich anbeugen. Die Hand hingeben, euren Oberkörper wegbewegen und erst mal das Knie beugt, ein bisschen mehr nach außen drücken. Und zurück zur Mitte. Fußball nach vor. Wieder gern einen Block oder Buch. Es gibt auch die Idee mit Klopapierrolle. Es ist, kann ja fürs Handgelenk feiner sein, wenn ich da die Finger rumlege. Ist manchmal feiner wie die Bewegung, aber wenn die Handgelenke okay sind, dann bleibt die. Dann ist es okay. Hüfte. Nach rechts schieben, sodass die linke ein bisschen absenkt sich und langsam die rechte Hand nach oben. Schauen, dass man möglichst da gerade, dass die Wirbelsäule ein bisschen gerade ist, dass wir fein, dass das Becken wirklich versuchen, gut nach vorzukippen, atmen. Und langsam rechte Hand am Boden. Fein aufrichten. Hüfte nach links verschieben. Das rechte Hüftgelenk ist eine kleine Spur tiefer wie das linke. Und dann die linke Hand. Atmen. Und zurück zur Mitte. Nach vor. Dann wird nur das Bein gestreckt, noch ein bisschen tief gehen. Und nach vorstellen. Einatmen, langstrecken.
Aus, atmen, abbrennen. Und es geht am Boden. Und hochkommen, einatmen. Aus, atmen. Handballen, Handballen. Noch einmal der Gürtel. Da geht es nur darum, dass der Gürtel ein bisschen fliegt. Also, dass es so gemeinsam bleibt. Ich will die Hand nach hinten. Wir schauen, dass es wirklich ganz fein locker ist. Und da starten. Ich würde also wirklich die Hand mit der Arme probieren, so weit wie möglich rauf, weil das ist dann wahrscheinlich schon eine Verspannung in der Schulter. Sondern die Hand wirklich ganz locker, fast ein bisschen wie beiläufig, lege sie da hinten hin. So nach dem Motto, ich hoffe, die Schulter merkt es gar nicht, dass die Hand hinten ist. Die rechte Hand nach vorne, nach unten. Und erst, wenn ich da greife, den Gürtel, dann kann ich sozusagen passiv die Hand ein bisschen nach oben ziehen. Kann ich locker lassen, braucht keine Kraft und kann trotzdem die eine Hand nach oben, die andere Hand nach unten, so dass sie sich da ungefähr mit den Schulterblättern treffen würden oder treffen, je nach Beweglichkeit. Ein bisschen atmen. Und einmal probieren, ein bisschen zuerst auf die linke Seite. Ein bisschen. Und auf die Seite seit beugen. Die andere Seite. Und dann gemeinsam mit Atmen. Von oben fangen wir an, gemeinsam ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Letztes Mal noch aus. Ein. Und aus. Einatmen. Und die linke Hand, die untere Hand auslassen. Da habe ich genau verkehrt gesagt. Gürtel in die andere Hand wechseln. Wir wollen jetzt links haben oder einfach die andere Seite. Wieder sein. Die Hand ein bisschen nach hinten legen. Die Mitte vom Handballen ist bei der Wirbelsäule. Also nicht so weit da und nicht so weit drüber, sondern so. Linke Hand. Genau, dann kann man da den Gürtel greifen und dann wieder ein bisschen nach oben ziehen und ein bisschen nach unten gehen. Nicht auf ganz auf Zug, so dass man immer ein bisschen noch Freiheit hat. Einmal probieren. Ein bisschen auf die rechte Seite. Auf die linke Seite. Okay. Gemeinsam. Einatmen. Aus. Ein. Aus. Drittes Mal aus, links. Ein. Aus. Und locker. Hand locker. Schulter locker. Eine. Das ist eigentlich mehr ein Versuch, sozusagen, um ein bisschen festzustellen, auch wie geht es der Beweglichkeit. Die Hände mit der Handkante am Rücken falten.
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es die Möglichkeit, ich falte die Hände und dann versuche ich da raufzukommen. Oder die andere Möglichkeit ist, ich gebe die Hände nach oben und dann gebe ich die kleine Fingerseite zur Wirbelsäule. Und genau, vielleicht ist das nur da unten, vielleicht sind ja die Handballen weit auseinander oder ich kann ein bisschen raufgehen und habe die Handballen fast geschlossen. Die Ellenbogen nicht zu weit nach außen ziehen, sondern die ziehen eher so ein kleines bisschen nach vorne. Einfach nur fein für sich selber eine Höhe und eine, also wie weit die Hände gefaltet sind, finden. Atmen. Einfach nur schauen, wenn ich so ein bisschen auf einen leichten Zug bin. Einfach schauen, kann ich da was locker lassen. Das ist das Handgelenk oder der Unterarm, Beweglichkeit im Unterarm, die da also deutlich mehr braucht wie Schulterfreiheit. Und langsam die Hände nach unten. Finger. Öffnen. Und weiter nach vorne. Also da im Unterarm kann man spüren. Spürt man es wahrscheinlich. Und ja, schön. Locker. Okay, die Schultern wieder schütteln. Na, vielleicht den ganzen Körper. So fein ein bisschen. Schultern, Oberkörper, Beine und für die zweite Seite, zweite Runde. Da gehen wir auch mit der Bewegung mit den Händen um. Gemeinsam einatmen, ausatmen. Wir nehmen die Hände aber nach oben einatmen, dann ausatmen. Schön langsam weiteratmen, die Hände auf die Seite, ein bisschen nach hinten. Drehen, aber locker drehen, Finger verschränken, Ellenbogen leicht gebeugt, einmal im Stehen, Schulter nach unten, Brustbein zeigt nach oben. Und wenn ich da aber noch vorgehe, nehme ich die Schultern wieder locker, also eigentlich breit, Knie gebeugt, Oberkörper nach vorgelegt. Ein bisschen schauen, wie es der Bewegung aus den Schultern noch vorgeht. Nacken locker. Und immer so ein bisschen Freiheit behalten in den Schultern. Also wenn ich maximal probiere, dann kann ich schon einmal schauen, dann sind die Schultern wahrscheinlich sehr eingesperrt schon. Aber lieber nicht aufs Maximum gehen, sondern so, dass man sagt, na, das passt. Kann ein bisschen bewegen. Und dann langsam die Knie strecken. Ich habe es ein bisschen gebeugt gehabt. Ellenbogen beugen, Hände zum unteren Rücken und Handball am Boden. Halbe Vorwärtsbeuge. Und links weg. Vielleicht gerne, das wäre eigentlich die Idee beim Hochkommen, dass man nicht mit dem Becken hochgeht, sondern dass man beim Hochkommen das Becken gleich unten lässt, so wäre es eigentlich gedacht. Finger verschränken, Schultern, Nacken locker. Und fein. Handballen am Boden, Bank. Atmen. Und langsam absenken. Sprunggelenk strecken. Und nach vorne hochkommen. Und ich stelle mit dem Kopf nach oben bei gestrecktem Sprunggelenk. Und über die Zehen rollen. Nach hinten.
Ruhig atmen. Wieder Länge in den Beinen. Linkes Bein hochheben, linke Hüfte öffnen. Ein bisschen darauf schauen, dass man die linke Schulter nicht zu sehr aufdreht, dass man die so ein bisschen Richtung Boden lässt. Dass so eine Gegenbewegung ist. Linke Schulter zieht nach unten, linke Hüfte zieht nach oben. So das. Und das linke Bein nach vor, auf die rechte Seite drehen. Und noch eine letzte Variante vom Skandastana oder Skandastana, je nachdem. Hände mit der Hand, Schienbein greifen und der Ellenbogen hat da Kontakt zum Knie, der drückt das Knie. Und versuche wieder den Oberkörper ein bisschen wegzukriegen vom Oberschenkel. Aber es ist natürlich ein bisschen limitiert, weil es ist nur der Oberarm. Und dafür kann man aber da dann vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Linke Hand, Ellenbogen gut zum Knie und fein das Knie beugen, ein bisschen weiter beugen. Und Sprung, Fußbein nach vor. Gut stehen, einmal Hände zur Hüfte und schauen, dass man gut, sogar ein bisschen Gewicht auf dem Fußbein vorne hat, wenn man mit dem Oberkörper hochkommt. Einfach mal nur probieren, ob das in der Variante geht, sonst muss man vielleicht ein bisschen zusammensteigen, kommt davon. Wie das Hüftgelenk konstruiert ist, es geht nicht für jeden beliebig breit. Im Stehen ist der Knochen da ein bisschen anders konzipiert oder der kann da nach oben drücken. Und dann ganz fein, wieder schauen, nicht so sehr das Becken nach hinten, sondern mehr den Oberkörper nach vor. Fein nach vorgehen. Und wieder gut mit Kraft. Koordiniert hochkommen. Und wenn das gut gegangen ist, probieren wir das auch einmal noch mit den Händen hinten. Wie gesagt, immer gleich nicht den Ellenbogen durchstrecken, so ein bisschen gebeugt lassen. Schulterblätter ziehen ein bisschen nach hinten. Oder jetzt eigentlich breit. Lassen wir sie breit. Und dann ganz fein nach vorgehen. Wieder Ellenbogen beugen, Finger zum unteren Rücken, Hände nach vor, am Boden und wir kommen zum Sitzen. Normalerweise hätte man den Sonnengruß noch fertig machen müssen, aber diese kleine, wir haben gesehen, ob das schon die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist. Fein. Einmal im Sitzen. Da hat man ja vielleicht ein bisschen einen Vergleich zu dem, was wir ganz am Anfang machen, wenn wir sitzen. Da tun wir so eine leichte Vorwärtsbeuge. Dann wird das Gefühl, wenn ich jetzt die gleiche leichte Vorwärtsbeuge mache wie am Anfang, ob das sich feiner anfühlt, ob das irgendwie angenehmer ist. Und
Und wenn ich mit den Händen ein bisschen ziehe, dann immer nur um eine Länge in der Wirbelsäule, also die Länge in der Lendenwirbelsäule zu bekommen. Und linkes Bein abbeugen, rechtes Bein drüber stellen, Adama Tsendrasana, genau. Und das schwer geht, den Fuß aber nach vorne gestreckt lassen. Das Bein einerseits aufstellen, andererseits guten Kontakt mit dem Sitzbeinhöcker. Also wirklich am Sitzbeinhöcker sitzen, den Boden spüren. Und auf die Seite drehen. Wechseln, das rechte Bein nach unten, das linke Bein nach oben. Wieder gut sitzen, das Bein ein bisschen herziehen. Noch einmal schauen, dass ich mit dem Sitzbeinhöcker Kontakt zum Boden habe, guten. Und dann da halten und einfach schauen, ein bisschen. Kann ich was locker lassen, Wirbelsäule aufrichten, das Becken kippt, wenn dann ein ganz kleines bisschen nach vor. Fußball am Boden, zum den Armen nach hinten rollen und wieder hochkommen. Also von der Lendenwirbelsäule weg beginnend, Wirbelsäule am Boden auflegen, vielleicht einfach dazwischen langsame Bewegung schauen, ob man ein bisschen ein- und ausatmen kann dabei. Wirbelsäule am Boden locker auflegen, Handballen am Boden, Fußballen zur Decke. Guten Druck mit Handballen im Boden und fein. Wirbelsäule wieder vom Becken her aufholen, die Füße gerne ein bisschen in der Luft lassen, außer für die Brustwirbelsäule ist auch fein, dann kann man natürlich gerne am Boden abstellen. Ein gutes Kriterium ist auch das Atmen. Kann ich ruhig und frei atmen oder so halbwegs, dann passt's. Und wenn ich nur ganz gepresst atmen kann, dann unbedingt die Füße hochheben. Ganz wichtig. Langsam nach vor, Wirbelsäule am Boden auflegen. Bis zum Becken, Fußballen am Boden auflegen. In die Höhe und vom Kopf her wieder beginnen aufzurollen. Locker. Und einmal zum Hinlegen, diese Variante. Nach hinten legen. Hände am Boden, Fußball in die Höhe. Die Füße nach hinten. Gern die Knie ein bisschen beugen und Sprunggelenk greifen. Und dann ganz langsam wieder mit dem so ein bisschen rechts, links wiegen, Wirbelsäule ein bisschen bewegen, also die Wirbelkörper ein bisschen von rechts und links anschupfen und langsam nach vor
Immer wieder, wo man einen Punkt hat, wo man sagt, ah, okay, der hat ein bisschen Widerstand, ich kann ihn aber schon arbeiten. Am Anfang muss man vorsichtig sein, weil bei der Wirbelsäule gibt es Wirbel, die sind sehr hartnäckig auf ihrem falschen Platz. Die wollen nicht gerichtet werden und die tut man dann einfach nur so ein bisschen drüber rollen, so ganz beifällig. Und erst im Laufe der Zeit kann man dann herumkneten, auch auf Wirbelkörpern, die ein bisschen nicht ganz perfekt richtig liegen. Ruhig atmen. Oberkörperdrehung. Linken Fuß strecken, rechten Fuß draufstellen, linke Hand greift rechtes Knie und rechte Hand nach rechts, linkes Knie, nach rechtes Knie nach links, so. Langsam wieder hochkommen, fein wechseln und immer ein bisschen spielen. Ich meine, wenn Knie und Schulter sowieso am Boden sind, ist alles gleich. Ich kann ja entweder die Schulter am Boden lassen, dann würde ich da jetzt mit den Beinen gar nicht so weit kommen. Die Hüfte ist nicht so perfekt für die Bewegung nach innen bei mir. Oder ich gebe das Knie ein bisschen nach unten und dann habe ich die Schulter ein bisschen in der Luft. Für mich ist das fast die feinste Variante. Und dann schaue ich, dass ich so locker lasse, dass gleichzeitig das Knie ein bisschen nach unten sinkt und die Schulter. Und immer wieder schauen, dass man wirklich auf fein locker lässt, nicht herumdrückt. Maximal die rechte Hand kann ein kleines bisschen das Knie halten. Zurückrollen in die Mitte. Nachdem die Wirbelsäule fein liegt und das Becken locker ist. Und Shavasana. Schauen, dass man wirklich ganz fein liegt. Aufmerksamkeit, den Körper noch einmal ganz locker lassen kann. Ganz weich.
Aufmerksamkeit zum Geist bringen, dass der nicht beginnt rumzudenken, dass man einfach die paar Minuten schaut, da ganz fein und locker zu liegen und eben genießen dieser Zustand, in dem man sich normalerweise wohlfühlt, aber eben auch nicht denkt, sondern einfach nur sich dem Genießen dieses Zustandes hingibt. Und dann wieder fein die Atmung aktivieren. Hände und Füße, Arme und Beine bewegen. Nicht einmal gähnen beim Langstrecken. Und auf die Seite drehen. Sitzen kommen. Und gemeinsam die drei Ohm. Ich tue nach jedem Ohm mit dem Einatmen die Armbewegung wieder frisch machen. Gemeinsam. Gemeinsam einatmen. Oh.
Die Augen wieder aufmachen, Kopf heben. Dankeschön. Namaste.